Ich begrüße Sie zur Tagesschau am Mittag. Schön, dass Sie dabei sind. Knapp eine Woche ist seit der verheerenden Flut in Deutschland vergangen, die bisher mindestens 170 Menschen das Leben kostete. Jetzt hat die Bundesregierung Soforthilfen für die betroffenen Gebiete beschlossen in der Höhe von 200 Millionen Euro. Weitere 200 Millionen sollen von den Bundesländern bereitgestellt werden. Finanzminister und Kanzlerkandidat Olaf Scholz betonte, das sei erst der Anfang. Und so sieht es im Moment in Teilen Chinas aus. Man spricht von den schwersten Regenfällen seit Jahrzehnten. Sie haben zu massiven Überschwemmungen geführt. Mindestens 25 Menschen sind ums Leben gekommen. Viele werden vermisst. Während es in China zu viel regnet, regnet es in Russland derzeit zu wenig. Dort machen die Hitze und die Trockenheit den Menschen zu schaffen. Sibirien kämpft seit Tagen gegen verheerende Waldbrände. Mehrere Millionen Hektar Land stehen in Flammen. Die Löscharbeiten kommen kaum voran. Es ist ein Kampf, der fast aussichtslos scheint. Netflix war finanziell gesehen einer der großen Profiteure der Corona-Pandemie. Die Abonnentenzahlen schnellten in die Höhe wie nichts. Doch mittlerweile ist der Ansturm abgeflacht. Es läuft zwar nach wie vor gut, doch offenbar nicht gut genug. Denn Netflix will nun in neue Märkte vordringen. Dieses Museum hier ist nach dem Verkehrshaus das meistbesuchte Museum in Luzern. Der Gletschergarten, der die Besucherinnen und Besucher mitnimmt in die Zeit, als unser Land noch von einer großen Eisschicht bedeckt war. Jahrelang wurde nun umgebaut mit Sprengungen wie beim Tunnelbau. Raphael Prinz hat sich die neue Attraktion angeschaut. Zwei Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio hat der erste Wettkampf bereits stattgefunden. Softball ist nach 13 Jahren wieder eine olympische Disziplin und da traf Japan auf Australien. Mit seiner First-Pitch-Zeremonie wurde der Auftakt feierlich begleitet. Die Olympischen Spiele in Tokio. Offiziell eröffnet werden sie am Freitag. Heute wurde zudem bekannt, wo die Olympischen Sommerspiele 2032 stattfinden werden. Die Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees wählte als Austragungsort das australische Brisbane. So viel von der Tagesschau. Die nächste Ausgabe dann um 18 Uhr. Auf Wiedersehen.